Einsatzort Schloss Colditz, Sachsen. Mein Auftrag war eindeutig. Ich musste unbemerkt in das riesige, schwer bewachte Kriegsgefängnis eindringen und meine Kameraden befreien. Zuerst sah alles ganz einfach aus. Aber ich hatte meine Gegner unterschätzt. Da ist er! Keine Bewegung! Der Feind hatte einen geheimen Stützpunkt auf einer Südseeinsel errichtet und dort mächtige Kanonen stationiert. Wir trafen am Strand auf einen Schiffbrüchigen namens Wilson, der uns wertvolle Informationen über das Bunkersystem und die feindlichen Patrouillenwege geben konnte. Der Taucher sollte die Lagune rund um die Insel erkunden. Dort lauerten bereits die ersten Gefahren. Und der Dschungel kannte keine Gnade. Die wohl wichtigste und zugleich gefährlichste Mission führte uns schließlich nach Paris. Der Feind hatte mit seinen Truppen die ganze Stadt eingenommen. Sie trieben uns in die Enge. Und es kam zum Showdown auf der Spitze des Eiffelturms.